Das eigene Obst und Gemüse anzubauen ist wirklich ein Traum. Gesunde Nahrungsmittel mit intensivem und natürlichem Geschmack. Und für mich ist es wirklich eine große Ehre und auch ein Privileg, hier mein eigenes Obst und Gemüse bei meinen Eltern anbauen zu dürfen. Dieses Glück haben leider nicht alle. Eventuell hast du nicht das nötige Kleingeld, um dir ein Grundstück zu kaufen. Oder du lebst in der Stadt und hast jetzt nicht den Zugang zu irgendeinem Garten, sondern hast vielleicht nur einen Balkon, wenn überhaupt. Keine Ausreden, du kannst immer noch an gesundes Obst und Gemüse rankommen und ich zeig dir, wie. Den ersten Tipp habe ich ja ganz kurz angesprochen. Wenn du einen Balkon oder eine Terrasse zur Verfügung hast, dann nimm Töpfe und Kübel in die Hand, schmeiß da etwas Erde und organisches Material mit rein und bau dort deine Tomaten, deine Kohlpflanzen, deine Zucchini, deine Gurken, was auch immer, Salat, Blühpflanzen an. Ist da alles mit möglich. Sprossen baut dich intensiv jahrelang selbst an. Habe auch hier ein etwas ausführlicheres Video gemacht, werde ich unten in der Videobeschreibung mit verlinken. Aber kurz, was brauchst du dafür? Du brauchst Keimsaaten, du brauchst so Sprossengläser, die haben oben ein Sieb, wo das Wasser rauslaufen kann. Du brauchst ein Gestell und eventuell eine Abtropfschale oder auch ein Spülbecken reicht auch. Keimsaat über Nacht einweichen lassen und danach tust du sie einfach über das Gestell stülpen und dann alle zwei Tage morgens und am Abend ausspülen. Nach ein, zwei, drei Tagen hast du anscheinend den Sprossen schon fertig. In Pflanztauern gibt es so einige Projekte, die mit Hilfe von 3D-Druckern diese produzieren. Ist einfach letztlich so, dass du mit Hilfe von diesem Tower ohne Erde, nur mit Wasser und hier auch Nährstoffen, geht so Richtung Aquaponik und LED-Lampen, dein eigenes Obst und Gemüse anbaust. In dem amerikanischen Bereich ist es auch schon sehr weit verbreitet. Im amerikanischen Bereich habe ich auch Menschen gesehen, die ihr eigenes Unternehmen bzw. ihr Projekt aufgebaut haben, ohne einen eigenen Garten zu haben. Da sind sie einfach zu Gärten von anderen Menschen gegangen, die halt einfach frei standen, da wo nichts angebaut ist, die einfach eine leere Wiese waren. Da haben sie dann mit den Leuten verhandelt. Das heißt, dass sie dann hier zum Beispiel einen Teil ihrer Ernte abgeben und den Rest dann einfach weiterverkaufen oder für sich nutzen dürfen. So eine Art Garden Sharing würde ich das mal nennen, ist auch sehr weit verbreitet und ich weiß nicht, ob das auch hier mal Anklang finden würde. Ist wahrscheinlich mal ein Versuch wert, mal mit den Leuten zu reden, so ein bisschen mit denen zu verhandeln, wenn sie halt einen leerstehenden Garten haben oder bereits einen Gemüsegarten haben, vielleicht wegen Altersgründen oder körperlichen Beschwerden, die sie nicht so betreiben können, dass man einfach mal zu den Leuten hingehen kann und mal fragen kann, hey, darf ich deinen Garten benutzen? Darf ich hier was anbauen? Ich gebe dir so und so viel von dem Ertrag ab. Und den Rest darf ich dann frei benutzen. Also würde ich mich mal in der Nachbarschaft und der Gegend erkundigen, wie die Leute dazu stehen. Ich wette, so eine alte Dame freut sich bestimmt über frisches Gemüse, eventuell noch mit Hühnerhaltung, über frische Eier und natürlich auch die nette Konversation und Unterhaltung. Ist ja natürlich auch etwas Schönes, würde ich sagen. Außerdem kannst du auch hier dein Charisma lernen und auch die Kommunikationsfähigkeit zwischen Menschen, damit du auch deine Ziele besser erreichst und ein bisschen ein nettes Gespräch auch hast. Gemeinschaftsgärten werden auch immer beliebter. Heißt, Menschen tun sich zusammen und tun eine bestimmte Fläche gemeinsam bewirtschaften. Hier ist auch ein gewisser Grad von Kommunikation und Abstimmung auch sehr wichtig. Nicht, dass dann irgendjemand dann anfängt, irgendwelche exorbitanten Exoten anzubauen, weil er mal Lust drauf hat oder dass halt dann jeder genau das gleiche anbauen möchte, sondern dass halt zum Beispiel der eine sich um die Tomaten kümmert, der andere um Kartoffeln und dass man dann hier so zum Beispiel untereinander tauscht, also hier in Synergie miteinander arbeitet. Andere Möglichkeiten ist, dass man zum Beispiel zu einem Landwirt geht. Es gibt ja auch hier Landwirte, die ihre Fläche in Parzellen aufteilen und dann auch an die Leute vermieten. Oder was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich zu meiner Anfangszeit, wo ich mit der Permakultur begonnen habe und mein Wirtschaftsinformatikstudium abbrach, dass ich hier vor Ort zu einem Bauern gegangen bin und ihm auf dem Feld ausgeholfen habe und dafür dann einfach die saisonale Ernte mit abbekommen habe. Also seine Arbeitskraft für gesunde Nahrungsmittel eintauschen. Außerdem bin ich immer noch sehr dicke mit dem Bauern. Er freut sich immer sehr, wenn ich bei ihm vorbeikomme, wenn wir uns austauschen. Und er findet es auch klasse, dass ich mich so für die Natur einsetze. Also eine Freundschaft für die Ewigkeit. Danke, alter Mann. Vielleicht hast du auch diese Bilder im Kopf von Straubswiesen, wo überall Früchte dranhängen, alles voll ist, sogar selbst am Boden überall Äpfel, Zwetschgen und Kirschen liegen. Aber die Leute sich nicht bedienen, sondern eher in den Supermarkt gehen und dort ihr hart erarbeitetes Geld und auch ihre Zeit ausgeben. Wahrscheinlich ist es einfacher, Geld an die Kasse zu legen und das perfekte Obst ohne irgendwelches Ungeziefer gleich mitzunehmen, anstelle einfach mal einen Eimer zu nehmen und 10 Kilo zu brocken, auch wenn da vielleicht ein paar Würmer mit dabei sind, vielleicht ein paar Fraßschäden von Wespen oder auch
die schimmelig sind, kann man ja rausschneiden, aber man hat hier halt eine sehr große Menge und das einfach nur kostenlos in der besten Bio-Qualität. Und so könnt ihr auch euch Vorräte machen für den Winter, zum Beispiel massig Apfelmus machen. Weit gibt es genug Brombeer- und Himbeersträucher, wo man sich auch bedienen darf und keiner erntet die. Fragt doch auch bei euch in der Gemeinde oder auch in der Stadt nach, ob sie freie Flächen zur Verfügung haben, die ihr auch nutzen dürft. Das habe ich zum Beispiel gemacht, einfach mit dem Argument, dass man halt hier was für die Artenvielfalt tun möchte, eine Streuobstwiese anlegen möchte und dass man auch hier die komplette Verantwortung, auch die ganze Arbeit mit übernimmt. Und zum Abschluss, informier dich über Wildkräuter und Pilze. Schau dir Videos an, lest dir Bücher durch, kauf dir Bestimmungsbücher, geh in den Wald und schau, was du findest. Die Natur bietet so viele wertvolle Schätze. Allerdings muss halt auch wirklich aufpassen, besonders bei den Pilzen, dass du halt jetzt hier keinen giftigen Treffer landest. Von daher, vor allem bei den Pilzen, wenn du dir nicht 100% sicher bist, diese nicht pflücken. Von daher, trainier dir ein geschultes Auge an und du wirst überall in der Natur immer irgendwas Essbares finden. Wenn ich irgendwelche Möglichkeiten aus Acht gelassen habe oder vergessen habe, gerne unten in die Kommentare schreiben, damit andere Leute da auch von diesem Wissen mit profitieren können. Und sonst findest du hier noch an der Seite weitere interessante Videos, die ich dir auch nur wärmstens ans Herz legen kann. Und sonst freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.